Wir haben heute Pasta gemacht und es gibt Tomatensauce dazu und einen Salat. Genau. Guten Appetit. Das Transition House ist ein Ort der Begegnung und es soll eben gerade ermöglichen, dass viele ganz unterschiedliche Menschen hier hinkommen und sich auch treffen, auch Menschen, die normalerweise vielleicht nicht zusammenkämen. Also es ist ein Ort der Begegnung hier für Leute aus allen sozialen Hintergründen, nationalen Hintergründen, kulturellen Hintergründen, aus allen Altersklassen, einfach ein Ort für alle. Die Sonne lacht im wunderschönen Bayreuth. Ich komme gerade aus dem Hofgarten und besuche heute das Transition House. Ich habe schon viele schöne Dinge über das Transition House gehört. Unter anderem gibt es hier ein Café, einen Umsonst-Flohmarkt und eine Volksküche. Was sich genau dahinter verbirgt, werde ich heute erfahren. Und ich nehme euch einfach mit. Ich sitze jetzt hier draußen mit der Lilly. Lilly hilft im Transition House. Und erzähl mal, wie ist das alles zustande gekommen? Also in Bayreuth gab es schon vor dem Transition House einige Initiativen, die sich auch um ähnliche Ziele, wie wir sie haben, gekümmert haben, also den ökologischen und sozialen Wandel in Bayreuth. Also es gab zum Beispiel vorher schon Foodsharing, es gab Share and Care auf Facebook, also diese Verschenke-Gruppe und einige weitere Initiativen. Wir haben gesagt, eigentlich fehlt uns so ein Dach über dem Kopf, wo wir alle Initiativen wirklich ausleben könnten. Ich schaue mir mal den Umsonst-Flohmarkt an, der ist heute ausnahmsweise mal auf dem Marktplatz. Normalerweise findet er hier statt, richtig? Genau, man kann einfach bei uns reinkommen und im Flur ist auch gekennzeichnet, ist der Umsonst-Flohmarkt. Das ist quasi so ein analoges Share and Care. Das heißt, jeder kann vorbeikommen und zum Beispiel seinen Grimmskrams hier ins Regal schön reinstellen und jemand anders kann kommen und sich was mitnehmen. Oder eben einen Foodsharing-Verteiler, wo eben Lebensmittel geteilt werden können. Ja, schlussendlich haben wir dann so ein schönes Haus bekommen, in dem jetzt auch noch neben der einzelnen Initiativen das Umsonst-Café jeden Tag offen hat, außer Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Und in dem Umsonst-Café ist eben Kaffee, Wasser, Tee, gibt es alles auf Spendenbasis. Also generell ist unser ganzes Haus geldzwangfrei. Das heißt, es muss nie irgendwas bezahlt werden. Man kann an allem teilhaben und kann eben bei Lust und Laune spenden. Ich bin eine der sogenannten Kaffeehelferinnen und gehöre auch zum Orga-Team vom Transition Café. Was macht dir besonders viel Freude, wenn du hier bist? Eine gute Frage. Also es ist immer sehr unterschiedlich. Manchmal habe ich Schichten, da kommt fast niemand oder am Ende dann vielleicht ein, zwei Leute. Und das muss man nehmen, das ist einfach so. Und manchmal kommt man an und es warten vor der Tür schon drei Leute, die rein wollen und dann ist auch echt viel los und das ist, ich weiß nicht, ich finde es ist einfach schön, es kommen Leute aus jeglichem Hintergrund, die dann hier interagieren und sich zusammen unterhalten oder dann die auch total oft Fragen stellen, irgendwelche Leute, die auf Deutschprüfungen lernen oder herkommen, um eine Wohnung zu suchen und ja, man interagiert halt einfach mit ganz vielen verschiedenen Personen, mit denen ich so in meinem Alltag wahrscheinlich nicht zusammentreffen würde und auch jeglichen Alters und das finde ich sehr schön. Also es gibt die Werkstatt, es gibt das Café, aber ich habe auch von Sprachkursen gehört, vom gemeinsamen Kochen. Was kann man noch alles hier machen? Es gibt außerdem das Flickwerk, das ist auch eine Selbsthilfe-Reparaturwerkstatt und zwar für Fahrräder. Da kommen Leute hin, die sich vielleicht nicht so gut mit ihrem Fahrrad auskennen und es gern kostengünstig mal selbst reparieren würden. Und wir haben dafür eben auch so ein paar Fahrradspezialisten, die sich da gut auskennen und das gerne machen und dabei dann helfen. Oh, wie liebe ich mein Fahrrad, warum das weiß ich nicht genau. Niemals werde ich es verlassen, niemals werde ich von ihm gehen. Denn wir fliegen wie auf Wolken, weil wir uns so gut verstehen. Hallo, ich setze mich jetzt einfach mal zu dir. Wie heißt du? Hanna. Hallo Hanna. Du wartest hier auf dein Fahrrad oder was machst du gerade? Ich warte gerade, weil hier super viel Betrieb ist. Ich möchte mein Fahrrad reparieren lassen. Mhm. Und das hat leider einen Platten gehabt und dann habe ich es versucht selber zu reparieren. Das hat nicht so ganz gut geklappt. Mhm. Und ich finde es super, dass es hier ein schönes Angebot gibt, wo man kostenlos sein Fahrrad reparieren lassen kann und mithelfen kann sogar noch dabei und also lernen auch kann. Nur Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller. Außerdem haben wir jeden Donnerstag die Küfa, die Küche für alle. Da wird gemeinsam geschnippelt und gekocht und dann für ganz viele Leute zusammengekocht und dann essen alle zusammen. Das ist auch immer ein sehr schönes Event eigentlich, weil da ganz viele verschiedene Leute zusammenkommen aus unterschiedlichen sozialen Schichten und aus unterschiedlichen Ländern.
und alle zusammen dann irgendwo sich an den Tisch setzen. Wir haben nicht so viel Platz, da muss man immer alles ein bisschen zusammenquetschen und dann lernt man da eigentlich jedes Mal neue Leute kennen, kommt ins Gespräch und isst einfach gemeinsam. Und auch das basiert auf Spendenbasis. Ich habe so ein Kohl oder was auch immer noch nie geschnitten. Das ist Weißbrot. Und jetzt wird es auch noch gefüllt. Das ist ja super. Eigentlich wird immer jemand, der die Order macht. Jemand, der sich das Kochen verantwortlich ist. Ja. Das kann weg, oder? Ja. Ja, und dann eigentlich haben wir ein Budget. Und dann halt einkaufen. Vielleicht hat man auch noch irgendwo was zu Hause mitbringen kann. Ja. Also es kann alles verschieden sein. Genau, aber oder achten ihr darauf, alles ist vegan. Alles vegan. Alles vegan. Okay. Und auch so gut es geht regional und saisonal. Ja klar. Ja. Und wieder kriegen wir auch ein bisschen Spende. Okay. Genau. Soll ich das nochmal durchschneiden oder achten so? Ich muss mir noch ein Hemd anziehen, weil die Kamera das filmt. Nein, also genau. Schön, dass so viele Leute da sind, Matthias. Und danke, dass ihr wieder bei unserem Start ins Semester, weil wir hatten jetzt noch ein bisschen Pause da seid. Wir haben heute Pasta gemacht und es gibt Tomatensoße dazu und einen Salat. Und später gibt es auch einen Kuchen, der ist aber ganz klein. Da müssen wir gucken, wie wir den aufteilen. Genau, guten Appetit. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams and they are made out of real. Hey Pauli, Pauli, wie schmeckt? Fantastisch. Love is the answer release for most of the questions in my heart. Ganz von alleine funktioniert das natürlich alles nicht hier, das heißt, man braucht ganz viele helfende Hände. Wer ist hier beim Transition House aktiv und wie funktioniert das mit den Leuten? Mhm. Also im Transition House helfen alle ehrenamtlich und es sind viele Studierende dabei, aber auch viele Bürger aus Bayreuth einfach, Bürger und Bürgerinnen. Und ja, die meisten haben einfach Spaß dran, weil man ja auch immer in Kontakt mit Menschen kommt und weil es einfach Spaß macht. Also an dem Programm selber haben wir ja auch teil, das ist ja jetzt keine wirkliche Arbeit. Dienstag, Mittwoch. Super. Hm? Yeah. Können wir doch mal auch mit den anderen besprechen. Freitag, aber Freitag kann man auch. Freitag. Ich habe jetzt den Andras getroffen. Der kümmert sich nämlich hier im Transition House um die Sprachfreundschaften. Hi Andras. Hi. Erzähl mal, was macht ihr da eigentlich genau? Wir sind ein Teil von Bund Stadt Braun. Das ist ja auch eine von den Initiativen, die hier aktiv ist im Transition House. Und wir haben so das Konzept, dass wir versuchen, geflüchtete und nicht geflüchtete Menschen zusammenzubringen, weil es ja gerade in Deutschland das große Problem oder eines der Probleme bei Geflüchteten ist, dass viele einen Sprachkurs kriegen und dadurch sehr viel Theorie lernen, aber relativ wenig Sprachpraxis kriegen. Und wir denken, dass das ein relativ cooles Instrument erstmal dafür ist, dass wenn wir quasi Freundschaften vermitteln zwischen Leuten, die schon länger hier sind und Leuten, die gerade neu zu uns gekommen sind, dass Menschen einfach mehr zur Sprachpraxis kommen können und generell ist das, glaube ich, auch ein ziemlich cooles Mittel, um so ein bisschen interkulturelles Verständnis aufbringen zu können. Ich habe gehört, das Transition House muss umziehen. Ihr seid auf der Suche nach einem neuen Haus. Was hat das mit auf sich? Ja, wir waren hier nur zur Zwischenmiete und man sieht es jetzt auch schon an der Baustelle außenrum. Das Haus wird hier auch bald saniert und deswegen müssen wir jetzt hier leider wieder ausziehen. Aber wir wollen natürlich unsere Initiativen weiterlaufen lassen und suchen deswegen ein neues Haus. Und im besten Fall ist es auch in der Innenstadt wieder, also möglichst nah. Es sollte auf jeden Fall eine Möglichkeit haben, eine Küche anzuschließen. Das brauchen wir auf jeden Fall. Und besser sind auch immer mehrere kleine Räume als ein ganz großer, damit auch Initiativen gleichzeitig stattfinden können. Ich bin super satt und super glücklich. Ich hatte einen wahnsinnig schönen Tag heute hier im Transition House, habe total tolle, nette Leute kennengelernt und ganz viel darüber gelernt, wie man sich hier in Bayreuth engagieren kann. Also, ihr wisst jetzt wo und wie. Bis dahin. Tschüssi!